Guten Morgen, meine Lieben. Ja, guten Morgen. Seid ihr schon munter? An einem wunderschönen Morgen. Ich bin heute in Berlin in der Früh aufgewacht, habe aus dem Fenster geschaut, an einem wunderschönen Platz hier im Artenzentrum. Und ich habe hinausgeschaut und habe gesehen, es ist wolkenloses Wetter. Heute 1. Mai. Wolkenloses Wetter. Und ist mir sofort die Analogie in meinen Geist gekommen. Das ist der Geist Gottes. Er ist wolkenlos, er ist unumwölkt. Es gibt keine Wolken im Geiste Gottes. Und danke, dass du hier bist mit mir an diesem 1. Mai zu feiern, liebe Genossinnen und Genossen. Sage ich heute nicht, anstatt Schwestern und Brüder, sage ich Genossinnen und Genossen. Heute ist der Tag, an dem wir erinnern, dass wir in einem wolkenlosen Geist leben, einen unumwölkten Geist. Und dass wir uns alle Wolken nur herbeidenken, herbeihalluzinieren. All die Angst, all die Sorge. Alle unglücklichen Gedanken, all den Konflikt, alle Probleme sind nur herbeihalluziniert. Das ist nicht natürlich, das ist harte Arbeit. Und diese harte Arbeit macht uns müde. Wenn wir müde sind, wissen wir, dass wir uns diese Wolken herbeihalluzinieren, dass wir uns diese Wolken herbeidenken. Und das ist eine Entscheidung. Wäre es doch nicht schön heute, kannst du dir vorstellen, heute einen ganzen Tag im unumwölkten Geist Gottes zu leben? Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Kannst du das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, wie es ist? Kannst du dir vorstellen, welche Freude das ist? Kannst du dir vorstellen, wie mühelos das ist? Die Mühe kommt wirklich von den Wolken herbeidenken, von den Wolken herbeihalluzinieren. Kannst du dir vorstellen? Jesus würde dich fragen, wie lange noch, Bruder? Wie lange noch willst du in der Angst sein? Wie lange noch willst du in den Wolken sein? Wie lange noch willst du in der Sorge sein, in der Depression, in der Krankheit? Wie lange willst du diesen Glauben noch aufrechterhalten an die Wolken? Wie lange noch? Aufwachen ist doch so einfach. Du schaust einfach nach oben und du siehst den wolkenlosen Himmel. Ja, ich weiß schon, das scheint manchmal nicht so zu sein. Das ist auch manchmal nicht meine Erfahrung und doch weiß ich, dass es so ist. Dass die Sonne immer scheint, dass Gott immer scheint in meinem Geist mit seinem Licht. Und dass ich mich halt in den Wolken verkrieche. Dass ich die Wolken wirklich erhalte als die Wahrheit. Dass ich Illusionen wahrer mache als die einfache Wahrheit, die immer scheint. Aber heute ist 1. Mai. Heute ist der Tag der Freiheit von diesen Wolken. Und da freue ich mich einfach und da bin ich glücklich. Und das ist wunderschön. Stell dir mal vor, heute, du entscheidest dich wirklich dazu, in jedem Augenblick wachsam zu sein und im Geiste Gottes das Licht scheinen zu lassen, in deinem Geist das Licht scheinen zu lassen und dich nicht mehr in Wolken einzuhüllen. Kannst du das fühlen? Wie wäre das für dich? Ganz ehrlich, liebe Genossinnen und Genossen, wie wäre das? Ich liebe es, kommt einfach alles so spontan in meinen Geist. Weißt du, Jesus, der spricht zu mir im Spanisch. Und dann manchmal muss ich ihm sagen, bitte sprich ein bisschen langsamer. Ich muss das ja doch noch auf Deutsch übersetzen für meine Podcasts. Jesus me habla siempre en español y me habla muy rápido. Y lo tengo que traducir al Es ist alles so lustig. Ich war 2019 beim letzten Kurs Live Festival, da bin ich aus Mexiko gekommen und ich habe kaum noch Deutsch gesprochen, ja. Und ich bin da draußen gestanden und der hat mir ständig in Spanisch hat er mit mir gesprochen und hat gesagt, sag das zu ihnen. Und das war so lustig, weil ich habe da müssen die Leute fragen, was heißt das auf Deutsch? Könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe wirklich um Hilfe gebeten, weil für einen Moment war ich in meinem umwölkten Geist, in der Angst. Ich kann mich nicht mehr ausdrücken, ich kann mich nicht erinnern mehr, was es in Deutsch heißt. So bin ich einfach gekommen, weil ich jahrelang, zu 11 Jahre den Kurs nur in Spanisch gelehrt habe, nur Spanisch gesprochen habe, den ganzen Tag nur mit meiner Mutter, mit meinem Sohn Deutsch. Und so war das. Und dann für einen Moment bin ich in den Wolken gewesen. Ach mein Gott, was denken die alle von mir? Der ist doch in Österreich geboren und spricht nicht mehr Deutsch, aber es war ganz, ganz komische Situation. Und ja, ich erinnere mich noch so, Jesus, der spricht so schnell manchmal in Spanisch zu mir. Und jetzt ist er schon ein bisschen langsamer geworden. Aber ich möchte noch einmal auf das Thema zurückkommen, diesen unumwölkten Geist.
Stell dir vor, du hörst in der Früh den Wetterbericht, der sagt, wolkenloses Wetter hier heute. Was macht das mit dir? Bist du dann traurig? Hättest du lieber Regenwetter, wolkiges Wetter? Hättest du wieder eins, in Österreich sagt man so ein richtiges Sauwetter? Entschuldigung für den Ausdruck. Oder ist dir doch lieber wolkenloses, schönes Wetter? Wenn Gott leuchtet in deinem Geist, wenn ich mich erfreuen kann, wenn ich draußen bin, wenn ich die Sonne genieße, ich saug sie so richtig auf. Mir gefällt es ja sehr gut. Die Glocken läuten schon, hörst du es in Berlin? 1. Mai, Tag der Arbeit, Genossinnen und Genossen. Tag, um Gottesdienst zu halten. Götzendienst ist, wenn wir uns in den Wolken befinden. Das ist, was Götzendienst ist. Wenn wir wirklich glauben, wir sind von Gott getrennt. Und es ist wirklich anstrengende Arbeit, sich von Gott zu trennen. In den Wolken aufzuhalten, vielleicht die Wolken zu analysieren und nicht zu erkennen, dass es einfach nach oben blicken kann, in den Himmel, in die Sonne, dort, wo ich immer Gott finde, der immer leuchtet, der immer scheint, der in keinem Moment weggegangen ist, der immer bei mir ist, der mich nie verlassen hat, der ihn jetzt ganz genau in dem Augenblick kann ich aufwachen. Aufwachen ist immer nur im Hier und Jetzt, immer nach oben zu blicken. Und zu erkennen, wow, es ist wolkenloses Wetter. Die Sonne scheint, das Licht scheint im Geiste Gottes. Gott ist der Geist, mit dem ich denke, ist die Lektion. Wenn ich nicht dieses wolkenlose Wetter erfahre in meiner Seele, in meinem Geist, dann denke ich überhaupt nicht, sagt Jesus in dieser Lektion. Dann halluziniere ich nur. Wie lange will ich noch halluzinieren? Wie glücklich macht mich das Halluzinieren? Das mich selber unglücklich macht. Ich mache mich nur selber unglücklich. Hier macht mich niemand unglücklich. Hast du mich gehört? Niemand hier macht dich unglücklich. Nicht dein Partner, nicht deine Schwiegermutter, nicht der Bundespräsident oder der Bundeskanzler, nicht die Leute hier in Berlin, die da geschrien haben in der U-Bahn. Nein. Ich selber mit meinem Denken mache mich unglücklich, dass ich mich in diesen Wolken immer bewege. Dass ich mich nicht erinnere, dass die Wahrheit ist, dass Gott der Geist ist, mit dem ich denke. Gibt es denn eine wichtigere Lektion? Gibt es denn eine wichtigere Erinnerung als das für heute, den 1. Mai, liebe Genossinnen und Genossen? Ich kann mich entspannen. Ich bin in Gott. Es ist wolkenloses Wetter. Wir feiern Gottesdienst, den Götzendienst. Den haben wir hinter uns gelassen. Den haben wir wirklich hinter uns gelassen. Uns selber unglücklich zu machen, selber zu verletzen. Alle Verletzung ist nur Selbstverletzung. Den haben wir unter uns gelassen. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht, was Gottesdienst ist? Ich wünsche dir einfach heute einen wunderschönen Tag in der Erinnerung. Es ist wolkenloses Wetter. Gott scheint immer in meinen Geist. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich werde mir heute keine Wolken herbeidenken, herbeihalluzinieren. Ich will frei von ihnen sein, weil mir die Freiheit gegeben worden ist. Schau, wie die Glocken läuten. Vielleicht hörst du sie. Die Glocken läuten. Die Glocken erinnern mich an den Gottesdienst, an das wolkenlose Wetter an diesem 1. Mai. Und dass ich das Anrecht habe und dass es natürlich ist, wolkenloses Wetter zu erfahren, im Geiste Gottes mich zu erinnern, zu leben und freudig zu sein und frei zu sein und ganz ich selber zu sein. Das ist, was wir heute feiern, Gottesdienst. Sonntag, 1. Mai, Tag der Arbeit. In Wahrheit ist es Tag der Erholung im Geiste Gottes. In seiner unendlichen Liebe, in seiner unendlichen Präsenz in uns, in voller Dankbarkeit. Danke, meine liebe Genossinnen und Genossen, danke, meine lieben Brüder, Schwestern und Brüder, danke, dass ihr hier seid. Die Glocken haben mich jetzt wieder erinnert und du erinnerst mich. Danke, dass ihr immer für mich da seid, dass ihr mich nicht im Stich lässt, dass ich nicht alleine bin mehr. Sondern dass wir gemeinsam erinnern, dass heute 1. Mai ist. Der Wetterbericht ist wolkenloses Wetter. Wir wollen uns heute keine Wolken herbeidenken, sondern einfach diesen wolkenlosen Zustand, diesen unumwölkten Zustand einfach nur genießen und uns an ihm erfreuen.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem Augenblick. Und ich wünsche dir einen frohen, frohen, frohen Gottesdienst heute. Ich umarme dich, ich liebe dich und danke, wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.